Ich hatte damals noch keine gemachten Brüste, als das Shooting war. Deswegen, ja, nicht wundern, die sind nicht echt. Für alle, die sich das gerade fragen und mich googeln und die Bilder sehen. Alter, Fragezeichen, 23. Ich bin 23 Jahre alt. Komm, wir gehen zusammen Soda. Meinst du den Club in Berlin? Da muss ich leider passen. Da will ich nicht hin. Danke für das Baklava. Du bist groß. Findest du? Also ich finde, ich bin klein, aber okay. Hallo Schnecke, bist du nicht müde? Nein. Ich bin echt nachtaktiv. Also ich könnte auch 2 Tage wach bleiben und dann würde ich wahrscheinlich erst müde werden. Ich habe einen ganz gestörten Schlafrhythmus. Das ist richtig, richtig schlimm bei mir. Und ja, was soll ich sagen? Ist halt einfach Katastrophe. Ja. Naturlippen? Fragezeichen, sehr hübsch. Nein. Ich habe mir meine Lippen machen lassen, Leute. Aber da, wo ich sie mir machen lasse, die macht das echt super. Ich gehe immer zu My Skin Clinic bei Madina. Und sie weiß auf jeden Fall, wie man Lippen natürlich spritzt. Ich finde zum Beispiel, meine Lippen sehen jetzt nicht so übertrieben doll gespritzt aus. Also man sieht natürlich, dass die gemacht sind. Aber ja. Du bist sehr schön. Dankeschön. Komm, wir gehen beide Gym. Nee, da muss ich leider aufpassen. Ich kann nicht einfach mit irgendwem, den ich nicht kenne, ins Gym gehen. Da brauche ich schon meine Ruhe. Oder halt mit Freunden, dann ist es okay. Aber sonst nicht, nee. Wenn ich was genommen habe, bin ich auch 3 Tage unterwegs. Okay, das freut mich für dich. Also ich brauche dafür nichts nehmen. Ich bin einfach so lange wach. Also ich bin ja auch nicht immer so lange wach, ne? Aber ich meine nur, ich könnte so lange wach sein, ohne dass ich da jetzt irgendwie, ja, großartig müde werde, weil ich halt einfach so einen gestörten Schlafrhythmus habe. So süß. Dankeschön. Sehr lieb. Privet. Privet. Schade, dann muss ich alleine ins Gym. Ja, oder halt mit einem Freund. Danke für alles und liebe Grüße. Ja, ich weiß zwar nicht was, für was, aber sehr gerne und liebe Grüße zurück. Как настроение? Мое настроение extrem хорошее. Coole Fingernägel. Ja, danke schön. Ich habe mir einen schon abgebrochen. Guckt euch das mal an. Und ich habe für die Nägel einfach, keine Ahnung, 2 Stunden, fast 3 Stunden beim Nagelmann gesessen. Und der hat so ewig gebraucht. Aber es sind halt so Marmornägel, die sieht man jetzt nicht so. Ich feiere die auch voll, aber ich muss mir die definitiv neu machen, weil. Keine Ahnung, wie ich sowas hinkriege, Leute. Ich weiß es nicht. Ich habe mir einfach nur einen scheiß Schuh angezogen. Ich habe mir einen Schuh angezogen und dann ist mein Nagel so abgebrochen. Tschüss. Naja. Hast du dir was machen lassen? Ja, meine Lippen und meine Brüste habe ich mir machen lassen. Aua, schreibt einer. Also es hat zum Glück nicht wehgetan. Es hat zum Glück nicht wehgetan, aber ich muss mir halt unbedingt meine Nägel jetzt neu machen, weil es sieht echt eklig aus. Ja. Nice, ja, ich war bei Schiglasa. Спасибо. Okay, hättest du etwas anderes gesagt, also. Sorry, in welchem Kontext? Ich weiß jetzt nicht ganz, was gemeint ist. Schöne Lippen, Dankeschön. Sind aber nicht echt. Also, habe ich mir machen lassen. Wie heißt deine Schwester auf TikTok? Maria, wie heißt du auf TikTok? Genauso wie auf Instagram. Ja.
Sie heißt auf TikTok Maria Hale, also Maria Hale und dann unterstrich 1610, glaube ich. Ja. Ja, so heißt sie auf TikTok. Komm mit Fliegen nach Kadar. Nee. Wie alt seid ihr? Ich bin 23 und meine Schwester ist 17. Kannst du deine Schwester zeigen? Maria, willst du dich kurz zeigen? Die Leute wollen dich sehen. Nein, sie will nicht. Sorry, Leute. Sie möchte nicht gezeigt werden. Ich bin schon im Schlafmodus. Sie ist schon im Schlafmodus und will nicht mehr. Sind deine Lippen nicht echt? Nein, meine Lippen sind nicht echt. Aber Leute, meine Lippen sind auch gerade angemalt, ne? Also ich meine, ich habe sie halt Weißlippenstift drauf angemalt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Ne? Oder auch gute Nacht. Hast du einen Boyfriend? Nein, ich bin Single. Ich bin Single. Ich will auch keinen Freund haben. Was machen, wenn ein Mädchen mit einem Plate, aber man sie nicht aus den Gedanken bekommt? Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Kommt drauf an. Inwiefern spielt sie denn mit dir? Ist sie einfach nur nicht ehrlich oder sagt sie zu dir, sie will was von dir, aber eigentlich keine Ahnung. Oder sie sagt, ach, keine Ahnung. Erklär mal die Situation, dann kann ich dir mehr dazu sagen, was ich denke zumindest. Gehst du gerne auf deine Knie? Nee, eigentlich ungerne. Wieso hast du dir was machen lassen? Naja, offensichtlich, weil ich es wollte. Sonst hätte ich es nicht getan und ich es dann einfach scheinbar schön fand, ne? Beziehungsweise immer noch schön finde. Aber genau, aus welchem Grund lässt man sich sonst etwas machen, Leute? Maria Hale und weiter, also die Zahlen. Unterstrich und dann 16.10, weil sie hat am 16.10. Geburtstag und das ist dann halt ihr Geburtstag dahinter.